Wenn wir kommen, um zu sagen, wie bitte? Um zu sagen, dass Kabel Deutschland dir keine SMS geschickt hat. Also bis heute gab es keine SMS. Ich sag jetzt mal, das war zu erwarten. Das hat mir gleich gesagt. Und ich muss ja sagen, das ist für mich der letzte Feind. Wirklich echt, das ist der hinterletzte Feind. Also so, so beschissen wurde ich ja noch nie. Naja, wir geben denen mal noch Zeit. Sie hat ja gesagt, 4 Werktage. 4 Werktage? Hat sie gesagt. 4 bis 5 Werktage, hat sie gesagt. Ja, dass es hier ist, aber nicht... die SMS. Hat sie vielleicht auch gemeint. Dass wir hier darüber verfügen können, 4 bis 5 Werktage, aber nicht die SMS. Aber die haben wir noch nicht um, die 4 bis 5 Werktage. Wir sind jetzt bei Tag Nummer 3 heute, wenn der um ist. Und dann haben wir 4 und 5. Und dann gucken wir mal am Freitag. Also, ich meine, im Grunde genommen wird es auch selber hinauslaufen. Wir werden am Freitag nichts haben. Da wird nichts passieren. Also, und wir werden kündigen müssen. Ich meine, ich habe Zeit, tatsächlich früher irgendwann ist das. 3 Monate vorher muss er gekündigt werden. Mhm. Das heißt ja nicht, irgendwann im Frühjahr, das ist also im Prinzip, ich sage jetzt mal, im Dezember fängt die, ist das Ende der Kündigungsfrist. Ja, also demzufolge, jetzt haben wir Mitte Oktober, sollten wir im Prinzip in den nächsten 2-3 Wochen kündigen da. Genau, haben wir noch 2-3 Wochen Zeit, Kabel Deutschland richtig auf den Sack zu gehen und diverse Gespräche so, nochmal hochzuladen. Aber jetzt artet es langsam aus der Comedy, ja? Naja, klar, mehr ist es ja nicht. Moin. Mehr ist es ja nicht mehr, das ist ja nur noch Comedy. Jetzt artet es langsam aus der Comedy. 1 und 1 bietet an 1000 Megabit die Sekunde in dieser Straße. Im Netz vergleichen kann man aber nur, wenn man bei 1 und 1 im Netz guckt, bieten sie nur an was? 40, 50? 50 Megabit. Ich habe den Eindruck, die sind gekauft. Ansonsten. Ah, jetzt kann man die auch noch besser hören. Moin. Aufgelegt. Wir konnten Ihre Auswahl nicht richtig erkennen. Und welche? Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Welche Eingabe? Für ein neues Produkt interessieren. Ach so, nein, für ein altes. Wählen Sie bitte 4. Nö. Für Fragen zur Bedienung Ihrer Geräte, Störungen oder sonstige technische Anfragen 2. Ja. 2. Und für alle anderen Themen wählen Sie 3. Ja. Gut, okay. Was ist ein anderes Thema? Wir machen Thema 3. Ja, keine Störung. 3. 1, 2 oder 3? Nee. Ich denke mal, wir hatten auch die 3 gewählt hier. 2, 3 oder 4? Zum richtigen. Wir konnten Ihre Eingabe leider nicht richtig erkennen. Der war nicht schlecht. Das ist ein Scheiß, echt. Was ist denn das mit deinem Telefon? Das ist nicht mein Telefon, das ist Ihre Anlage. Nach einer kurzen Überprüfung Ihrer Eingabe geht es weiter. Ach so, dann warten wir. Haben? Nee. Konnten Ihre Auswahl nicht richtig erkennen. Bitte wiederholen Sie Ihre Eingabe. Haben Sie allgemeine Fragen zu Ihrem Vertrag? 3. Wählen Sie bitte 1. 3. Geht es um Ihren Umzug? 2. 3. Pass auf, warte. Gut, okay. Jetzt drück doch nicht. Die sind jetzt verwirrt. 1? Hat er doch. Die haben Probleme mit ihrer Anlage. Kabel Deutschland hat Probleme. Ja, das wissen wir ja. Sie haben große Probleme. Zusätzlich führen wir eine kurze, circa einminütige Kundenumfrage durch. Das dürfen Sie alle machen. Bleiben Sie hierfür nach Ihrem Gespräch mit dem Kundenberater einfach in der Leitung. Machen wir ja. Nee. Kein Problem. Wirklich? Kennen Sie schon die Giga-Kombi? Nö. Als Kabelkunde erhalten Sie unsere Internet- und Telefontarife sowie unsere Red-Mobilfunk-Tarife mit Preisvorteil und weiteren exklusiven Vorteilen. Das ist toll. Sprechen Sie uns einfach im folgenden Gespräch darauf an. Wir beraten Sie gerne. Na, das glaube ich. Das ist jetzt das 4. Mal. Ed bimmelt. Einen schönen guten Tag. Ich muss, glaube ich, was Sie tun. Oh, und mein Name ist Thomas Müller. Ich würde gerne meinen Vertrag ändern. Ich rufe jetzt zum zigsten Mal an und habe zwischenzeitlich schon 3 Verträge bei Ihnen abgeschlossen, ohne dass bei mir irgendwas passiert ist. Herr Müller, da müssen wir mal nachschauen. Sagen Sie mir mal bitte Ihre Adresse an. Die Postleitzahl? 12047. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. 12047. Dankeschön. Das
ist in Berlin. Das ist korrekt. Dann die Straße bitte. Bürgner Straße 23. Irgendwie kommt hier was bei mir immer der Anfang nicht ein. Bürgnerstraße. Sagen Sie mir bitte den ersten Buchstaben. Bertha, Übel, Richard. Ach, Bürgner. Moment, Augenblick. Ja, habe ich. Und die Hausnummer? 23. 23, danke schön. Ist der Fahrradladen, könnt ihr gerne vorbeikommen. Hier habe ich jetzt noch gar nichts drin, was ist das? Wissen Sie, tun Sie es mir, nehmen Sie bitte nicht übel. Sie können ja nichts dafür. Aber ich fühle mich ein bisschen verscheißert, ganz ehrlich. Nee, Moment mal, das kann hier am System liegen. Ich habe jetzt von dem Kunden davor, habe ich jetzt Daten gehabt. Einen Augenblick mal bitte. Und hier zeigt er mir gar nichts an der Adresse. Ich gehe nochmal in ein anderes Programm rein. Augenblick mal bitte. Ja, haben Sie die richtige Adresse auch? Also Bürgnerstraße 23. Richtig, genau. Das ist der Ortsteil Kohlfreie Stunde, steht hier da. Was für ein Ding? Was? Ja, ich weiß auch nicht. Kohl. Irgendwas mit frei. Freie Stunde. Weiß nicht, was das bedeutet. Ich schaue nochmal in einem anderen Programm. Moment mal bitte. So, Comedy-Abteilung von Kabel Deutschland haben wir jetzt am Apparat. Kohlfreie Stunde. Nicht schlecht. Neukölln, meint sie vielleicht. Neukölln. Augenblick. 22. So, und hier sehe ich das. Nur hier hat er es wieder nicht gefunden. Hier habe ich einmal Herrn Thomas Müller. Richtig. Ich gucke mal durch, ja. Das ist die, haben Sie gesagt, Sie hätten noch was bestellt. Schon dreimal. Ja. Und dafür gibt es mehr oder weniger auch bei Ihnen irgendwelche Tonbandaufnahmen, wo ich mehrere Male Ja sagen musste. Das kennen Sie ja. Ja. Ich habe auch Aufnahmen, die sich gerne im Internet nochmal anhören können, beziehungsweise Ihre Kollegen dann, dass wir schon mehrere Verträge abgeschlossen haben, ohne, Sie sehen es ja selber, ohne dass wirklich effektiv ein Vertrag bei Ihnen angekommen ist. Können Sie bei... Ich habe ja nichts hinterlegt. Dazu. 400er. Moment, Herr Müller, wir haben schon dreimal einen 400er Vertrag abgeschlossen bei Ihnen. Also. Augenblick, ja, Moment. Augenblick mal bitte. Wir ja, haben einen Augenblick Geduld, das ist kein Problem. Das gibt er uns aber auch an. Moment. Ich schaue mal rein, ob das möglich ist, Herr Müller. Moment mal bitte. Also, Sie wollen ja. Auf 400 Mbit umsteigen. Ja, richtig. Ich nehme an, weil irgendwas hier an der alten, an dem anderen irgendwie falsch hinterlegt ist. Herr Müller, ja? Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Können Sie mir die bitte sagen, wenn Sie eine haben? Meine andere Frage, kann ich mich irgendwo, weil mir reicht es jetzt langsam. Nehmen Sie mir, wie gesagt, bitte nicht übel. Bin ein bisschen irritiert, dass bei Ihnen immer noch keine Bestellung angekommen ist, obwohl ich nachweislich schon dreimal eine Bestellung bei Ihnen ausgelöst habe. Kann ich mich da bei Ihnen, kann ich mich irgendwo bei Ihnen beschweren? Also nicht über Sie, selbstverständlich, Sie sind ja ganz nett, aber über... Vodafone, Kabel nur, Deutschland? Das wäre nur schriftlich möglich. Direkt über Vodafone, Kabel Deutschland, Kundenservice 99116 in Erfurt. Aber ich will mal schauen, ob er das jetzt hier erzeugt. Ja, war das Angebot, die nächsten 6 Monate 34,99 € und anschließend dann ab dem 7. Monat kostet der Vertrag 44,99 €. Richtig, genau. Genau den Vertrag wollten wir oder hätten wir gerne gehabt. Also umgeändert. Moment, Augenblick. Ich muss jetzt einen Augenblick warten, Moment. Soll ich es jetzt nochmal versuchen loszuschicken? Es wäre ganz nett. Es wäre dann, wie gesagt, der 4. Versuch. Augenblick. So, jetzt sage ich Ihnen mal eine Auftragsnummer an. Wollen Sie sich die mal aufschreiben? Weil die hinterlege ich jetzt bei Ihnen. Okay. Kleiner Augenblick, ich muss mir erstmal schnell mal einen Stift holen. Ja, gerne. Das ist die
Auftragsnummer, ja? Gut, okay. Und dann kann ich mich mehr oder weniger immer auf diese Auftragsnummer beziehen. Genau, weil ich die nämlich jetzt hier hinterlege bei Ihnen. Ich schreibe das direkt rein, ja? Alles klar. Ja, dass Sie das sehen. So, Moment. Wir sind schon ganz aufgeregt. So, da steht das nämlich hier drin. Davor stand nämlich gar nichts drin. Ach so. Ja, und das steht unter Ihrer Kundennummer vom heutigen Datum, habe ich das reingestellt. Und da schreibe ich dann gleich noch mit dazu. Kunde hat zuvor dreimal Tarifwechsel gestellt. Nichts passiert. So. Das habe ich jetzt hier eingetragen. Ja, damit das auch klar ist, warum und weswegen, kann ich jetzt im Nachhinein nicht klären, weil ich habe nichts mehr hier stehen, nur immer Auskunft zum Vertrag. Ach. Ja, ich habe jetzt hier nichts stehen, hier, dass ein Tarifwechsel hier eingegeben wurde, Herr Müller. Es ist für mich einfach unbegreiflich, muss ich ehrlich sagen. Also. Gut, okay, nur noch eine Frage. Ja. Wann können Sie schalten? Das wird jetzt gegeben, normalerweise eine Nacht. Gegebenenfalls, wenn jetzt viel los ist, spätestens in zwei Tagen früh. Dann ist die hohe Geschwindigkeit drin. Spätestens in drei Tagen, ja? Und ja, an wen kann ich... Heute. Ja, gut, okay. Früh reinschauen. Ja, okay. Und an wen kann ich mich wenden, wenn es nicht funktioniert? Immer bei uns. Im Kundendienst können Sie immer anrufen. Ja, immer während unserer Zeit. 7:30 bis 22 Uhr. Und dann gebe ich Ihnen nochmal die Telefonnummer vom technischen Service. Oh, an die kann ich mich praktisch wenden, wenn es nicht funktioniert hat. Genau. Ja, da können Sie auch rund um die Uhr anrufen bei der Telefonnummer. Achso, 24... Das ist der technischen Service, auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert. 24/7. Dann können Sie immer bei der reinkommen. Wenn da zu viel los ist, dass Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht rein, es ist dauernd besetzt, dann rufen Sie bei uns beim Kundenservice an, dass wir Sie entweder direkt durchstellen oder das dann schriftlich an unseren technischen Service weitergeben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dass die sich dann drum kümmern können. Alles klar, gut. Also ansonsten, Sie können auch Samstag, da können Sie auch einen Kundendienst erreichen. Von 7:30 bis 18 Uhr, wenn alles da klar. Irgendwas sein sollte. Super. Ja? Aber ich denke mir am Freitag spätestens, hier, dass es dann drin ist, haben wir. Wie pflegt man zu sagen, Ihre Worte in Gottes Gehörgang? Ja, ich hoffe es auch. Ja. Alles klar. Kann ich mich nur entschuldigen, weiß ich jetzt nicht. Sie können nichts dafür. Warum das einfach jetzt nicht hier hingehauen hat. Sie können nichts dafür. Gut, wie gesagt, ich möchte mich bedanken. Und nur noch eine Frage zum Schluss. Mit wem habe ich gesprochen? Wen kann ich dann letztendlich mich bei dem bedanken, der mir diesen Vertrag dann letztendlich geändert hat? Ach so, okay. Da habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Darf ich sonst noch was für Sie tun? Nö, ansonsten, wenn das alles funktioniert, bin ich schon fast wunschlos glücklich. Oh, das würde mich sehr freuen, Herr Müller. Ja? Alles klar. Dann bedanke mich für den Anruf, ja? Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich möchte mich auch bedanken. Jetzt freigeschalten wird. Tschüss. Alles klar, tschüss. Auf Wiederhören. Oh Wunder, oh Graus. Achso, anders. Ich habe trotzdem, wir haben ein Paket bekommen, Dennis. Ein Paket. Oh, da steht schon mal Danke drauf. Apropos Danke. Danke, Vodafone, dass ihr mir dieses Paket geschickt habt. Ich bin gespannt, was drin ist. Starten. Der Button zum Starten. Wir packen aus. Oh, als erstes lache mich Geldscheine an. Eine kleine Entschädigungszahlung oder was soll das sein? Als erstes jetzt bares Geld verdienen. Danke, Vodafone. Hier steht drauf, los geht's. Da steht drauf, Aufbau in wenigen Schritten. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Bis zu 90 Euro im Bar. Aber, da hinten ist noch ein Zehner. Halten Sie tatsächlich in der Hand 90 Euro. Also die beiden haben 90 Euro in Bar verdient zusammen und lachen. Vodafone Power to you. Bla bla. Das sind Unterlagen. Schritt 1, Gerät installieren. Das ist mir viel zu kompliziert jetzt. Jetzt wird erstmal gegessen. Willkommen in die Ecke. Die 90 Euro schmeißen wir auch hinterher. Jetzt gibt's was zu essen. Die Chinesen essen ja auch nicht mit Stäbchen elegant. Die schieben das ja im Grunde genommen, halten sie die zwei Stäbchen zusammen,
Schüssel am Mund, die Kumme und dann immer Rinder mit Hamburger Mama. Wie ist da Jeeps? Wie doch bei anderen Sachen. Die schieben wir immer nach. Ja. So wie der Andi eigentlich. Immer nachschieben. Samstag oder Sonntag? Achso, Samstag bei ihm, ja. Sonntag kann er auf dem Samstag nicht. Fertig. Fuck. Jetzt bin ich die Soße durch die Nase gezogen, Paul. Ui. Puh. Und jetzt nochmal wieder zurück. Geh mal kotzen draußen bitte, ja? Ich esse noch, ich breche noch. Was machst du denn sowas? Die Kamera ist ja nicht mehr auf dich gerichtet. Kotzen draußen. Ja, ist immer wieder lecker, Dennis zu essen. Na. Nase. Ja, ein schneller Weg, die Atemwege frei zu ätzen. Ja, wenn man keine Atemwege mehr hat. Tada. Ja. Oder hier noch, ne? Hier, die Tränen. Sieht schlimm aus. Tränen im Stream. Also Tränen auf dem Kanal. Ein Kanal zum Heulen. Naja, ist ja auch ein bisschen unangenehm, ist jetzt schon. Auf alle Fälle. Macht man ja auch eigentlich nicht. Nee. Steht in der Gebrauchsanweisung drin? Ah ne, steht nicht drin. Kommt ja nicht aus Amerika. Sonst würde alles drinstehen, was man nicht damit macht. Und ganz wenig von dem, was man macht. So! 90 Euro Guthaben haben wir auf alle Fälle schon mal bekommen. Wir kriegen Unterlagen ohne Ende. Tipps und Tricks sind dicker als der Rest. Steht da drin, wann du freischalten wird? Nein. Es ist nur der Router, der Router. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Auf alle Fälle haben wir hier noch eine Broschüre. Oh, Rocker. Best Entertainment. Erlebt Filme und Serien in brillantem High Digital, hochdigitalisiertem Zustand. Beste Unterhaltung. Erlebt Filme. Und Serien. Heißt das nicht Erlebe Filme? Sieht komisch aus. Erlebt Filme und Serien. Ja. Erlebt Filme und Serien im brillanten, hochdigitalen Zustand. Willkommen bei Wöderfön. Oder was? Also, jetzt davon. Nee, der kann. Achso, das war's. Ja, Unpackaging My WLAN-Kabel, Router nach 6 Wochen Bestellzeit. Hab ich unpacket. Ja, aber nur weil du eine nette Frau im Telefon hattest. So, ich hab ihn ausgepackt. Das war's. Kabelrouter mit WLAN-Option. Das heißt also, es ist kein WLAN-Automatik. Keine WLAN-Automatik. Ich hab da so eine Lampe, so ein Solarbetrieb und mit Dynamo und Dings, was chinesisch ist. Was heißt eine Lampe? Chinesisch, Solarbetrieb. Kannst du dir ein bisschen, naja, wenn Stromausfall ist. Ja, mal her, wenn Stromausfall ist, dann benutzen wir die und gucken uns die an. Ja. Und? Ja, die sind enorm. Die ganze Wald, wie ist wirklich Strom? Das ist eine Survivor-Lampe mit Angel. Ja. Ist ja gleich heller. Ja. Die sind gleich heller. Der Sprengstoff. Knack. Achtung, wir zünden. Ah, ja, nee, aber ich meine, wird nicht heller von der Intensität, ist es hell. Ja. Nicht mit meinem Kabelrouter vermischen, sonst komme ich durcheinander. Ja, ja, ich. So, jetzt habe ich kaputt gemacht, bin gerade an die Stoße. Was willst du denn haben dafür? Er will einen Fünfer, ich gebe ihm 5er. Gibst du ihm 5er? Aus dem Dings? 5er kann man ja mal machen. Das ist ja total billiger Schrott aus China. Hier steht's ja drauf. Ning Ningbo Sa Yong Elektrik
Appliance and Co. LEDs nicht austauschbar. Geht eine kaputt, bleibt sie kaputt. Gehen alle kaputt, bleiben sie kaputt. Oh, naja, ich hab's ausgepackt, ihr habt sie gesehen. Mal gucken.